als die Kinder Kröten nach Hause brachten und im Zirkus nicht mehr lachten, als sie ihr Brot nicht mehr aßen und stattdessen die Kröten fraßen, als sie Teddybären zerrissen und in Autoreifen bissen, als schließlich Kindergärten brannten und leer um ihr Leben rannten, da wussten wir, es ist aus. Begonnen hat sie damals, diese gottverdammte Pleite, Ende März, im vergangenen Jahr. Operation Tiger hieß das Manöver, im Raum Waldburg und Umgebung, wie üblich, der Grenze ziemlich nah. Man steckte Felder in Brand, man schoss Löcher in den Wald und das Haus vom alten Förster traf man voll. Doch das Schlimme an der Sache, und das wussten wir noch nicht, da hat ein Panzer einen Hasen überrollt. Ja, das Schlimme an der Sache, und das wussten wir noch nicht, da hat ein Panzer einen Hasen überrollt. Lisa, das kleine Mädchen mit der großen rosa Schleife, spielt im Garten vor dem Haus mit ihrem Hund. Die Eltern sitzen im Salon. Was, Herr Klavierlehrer, Sie gehen schon? Fragt die Mutter und schiebt ihm Marzipan in den Mund. Da tritt Lisa durch die Tür, zieht ihren Hund hinterher. Ihren Hund, dem wer die Kehle durchgebissen hat. Der Vater schreit, die Mutter weint. Der Klavierlehrer kotzt ihr Marzipan aufs Kleid, nur Lisa lächelt mit blutverschmiertem Mund. Ja, im Raum Waldburg an der Grenze hat dieser gottverdammte Panzer diesen gottverdammten Hasen überrollt. Der kleine Thomas ist 7 Jahre und er freut sich jedes Mal, wenn ihn am Wochenende Großvater besucht. Der liest ihm schöne Mähren von Prinzessinnen und Zwergen aus dem mitgebrachten alten Märchenbuch. Ja, dem Großvater, so sagen sie, dem schlägt das Herz am rechten Fleck. Nur dieses Wochenende hat ihm wer den Schrittmacher versteckt. In seinem Zimmer baut allein der kleine Thomas ganz geheim in seine Eisenbahn den Herzschrittmacher ein. Ja, im Raum Waldburg an der Grenze hat dieser gottverdammte Panzer diesen gottverdammten Hasen überrollt. Bis auf die Zähne bewaffnet und zitternd vor Angst, die Kerze wirft Schatten, die Kellerwand tanzt, so hocken wir da unten und Tränen weinen wir Tränen. Unsere Kleinen da draußen verbrennen die Erde, es kochen die Flüsse, es verdampfen die Meere. Oben am Himmel, der kleine Bär schläft auch nicht mehr. Ja, unsere Kleinen haben uns den Krieg erklärt. Haben dir, Mutter, mir, Vater, den Krieg erklärt. Weil im Raum Waldburg an der Grenze hat dieser gottverdammte Panzer den Osterhasen überrollt.